Vielleicht wird das Spiel dann noch ein bisschen heißer, auch was Torchancen angeht. Es gab ein paar, keine Frage, aber es könnten noch ein paar mehr sein. Wieder ist Hoffmann da gefordert, jetzt ist er aber nicht rangekommen. Das Tor ist leer und Verhoek nutzt das aus. Das ist die Führung für den FC Hansa Rostock. Sekunden vor der Pause, ja, direkt zum Pausentee.